Und heute geht es hier oben um den Konflikt in Bergkarabach. Und da begrüße ich von mir aus rechts gesehen den Botschafter der Republik Armenien, seine Exzellenz Ashot Zumbatyan. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen. Daneben den Präsidenten von AKBU Germany, Georgi Ambarzumyan. Und daneben den vom Zentralrat der Armenier in Deutschland, Andranik Asnavour. Alle drei werden ein Eingangsstatement halten. Wir freuen uns, dass der Botschafter und Vertreter hier zu Gast sind. Und jetzt beginnen Sie gerne, Herr Botschafter. Die derzeitige Aggression gegen Bergkarabach ist qualitativ von vorherigen Brüchen vom Waffenstillstand durch ein besonderes Merkmal gekennzeichnet. Aserbaidschan erhält weitreichende militärische Unterstützung von Seiten des NATO-Mitglieds Türkei, das dabei nicht nur den Wertekanon, den sich die NATO zuschreibt, ad absurdum führt, sondern durch ihre Aktivitäten zu einer Verschärfung der Situation beiträgt. Wie Ihnen allen bekannt ist, haben die Kampfhandlungen bereits zahlreiche Menschenleben auf beiden Seiten gekostet. Ich bin mir sicher, dass Sie mir zustimmen werden. Ein Menschenleben ist immer und überall ein Menschenleben, ob Aserbaidschaner oder Armenier. Es muss alles unternommen werden, die Kampfhandlungen zu beenden und auf diplomatischem Wege eine Lösung des Konflikts zu finden. Wir stehen vor einer humanitären Katastrophe. Die Erklärung der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe, zeigen deutlich, dass die zivile Welt die Anwendung von Gewalt und die Störung des Friedens und der Sicherheit verurteilt. Aber bislang ist es nur bei verbalen und vorsichtigen Appellen geblieben. Konkrete Lösungsvorschläge bleiben bisweilen aus. Meine Damen und Herren, daher appelliere ich an Sie, es müssen konkrete Schritte unternommen werden. Es ist unsere Pflicht, zu einer friedlichen Konfliktlösung beizutragen. Nur so können kommende Generationen in Harmonie und Wohlstand leben. Wir alle tragen eine Verantwortung für die Menschen in der Region, die unter diesen Kriegshandlungen leben. Vielen Dank. Danke dafür. Als nächstes hat das Wort Herr Asnavour, bitte. Bisher wurden Aserbaidschan und die Türkei in ihrer aggressiven Haltung nicht in die Schranke gewiesen. Mit Presseerklärungen und Appellen allein können wir Aserbaidschan und Türkei nicht anhalten. Auch für uns Armenier in Deutschland ist das kollektive Trauma und die Erinnerung an den Völkermord im Osmanischen Reich 1915 immer noch präsent und aktuell. Vor diesem Hintergrund sehen wir den Angriff Aserbaidschans auf die Republik Bergkarabach-Arzach, die Beteiligung der Türkei und die drohende ethnische Säuberung der armenischen Bevölkerung. Darum appellieren wir als Zentralrat der Armenier in Deutschland an die deutschen Medien, Parteien, die Bundesregierung und Zivilgesellschaft, sich aktiver dafür einzusetzen. Erstens, die Angriffe Aserbaidschans und die Beteiligung der Türkei unmissverständlich zu verurteilen und einen sofortigen Waffenstillstand zu bewirken. Zweitens, das legitime Recht auf Selbstbestimmung sowie die Unabhängigkeit der Republik Bergkarabach-Arzach anzuerkennen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dann hat auch noch das Wort Herr Ambarzumyan, bitte. Vielen Dank, Frau Buschow. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, heute sprechen zu dürfen. Mein Name ist Georgi Ambarzumyan. Ich vertrete heute AGBU Germany. Ein paar Worte zu AGBU Germany, sehr gerne. Die AGBU ist eine internationale Diaspora-Organisation für Armenier. Der Hauptsitz sitzt in New York und wir vertreten heute die deutsche Dependance. Ich möchte, bevor ich einige Ausführungen mache, kurz erklären, was viele Deutsch-Armenier in den vergangenen Wochen durchmachen, weswegen es nicht nur ein armenisches, sondern auch ein deutsches Thema ist. In diesem Land leben bis zu 100.000 Deutsch-Armenier. Ich bin einer davon und wie viele unter Ihnen haben wir Verwandtschaft, die gerade von dem Krieg betroffen sind. Zwei Cousins von mir sind gerade auch an der Front und kämpfen mit. Von daher bin ich jeden Tag mit den Nachrichten beschäftigt und schaue an, was dort geschieht. Von daher ist das ein sehr intensives, sehr sensibles Thema für uns Deutsch-Armenier. Das vorab. Und was ich heute meinen Vorrednern anschließend sagen möchte, ist, dass ich gerne den Medien
mitteilen möchte, dass es konkrete Fakten gibt innerhalb der letzten 3 Wochen, die ich festhalten möchte. Die Äquidistanz der deutschen Berichterstattung ist teilweise etwas zu weit gegriffen und endet in einer Parteinahme und nicht in einer gebotenen Neutralität. Zum einen ist es, wie von dem stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung Paul Ronsheimer bereits festgestellt, ganz klar, dass die Angriffe von Aserbaidschan ausgingen. Am 27. September haben aserbaidschanische Streitkräfte, unterstützt von der Türkei, die Menschen in Bergkarabach angegriffen. Das steht fest, das hat auch der Außenminister der Vereinigten Staaten, Pompeo, genauso formuliert. Von daher die Bitte an die Journalisten und die Reporter, dies auch klar zu benennen und nicht immer beide Seiten gleich zu behandeln, denn es handelt sich hier, wie auch schon von meinem Vorredner bezeichnet, um Angreifer und Angegriffene. Weiterhin die aktive Rolle der Türkei. Diese besteht nicht nur mit einer moralischen Unterstützung des sogenannten Bruderstaates Aserbaidschan, sondern darin, dass insgesamt mehrere tausend Söldner nach Aserbaidschan gebracht wurden. Diese wurden im Sommer von der Türkei rekrutiert. Insgesamt sind das mehrere tausend aus Syrien und insgesamt 1000 aus Libyen. Das sind nicht meine Aussagen, das sind die Aussagen von Reuters, CNN, The Guardian, BBC und weiteren internationalen Berichterstattern. Dies muss genauso klar benannt werden. Weiterhin, was auch bereits angesprochen wurde und was vielen Armeniern hier auf der Seele brennt, ist die Bezeichnung, dass Völkerrecht auf der Seite Aserbaidschans stünde. Als Jurist möchte ich da ein paar kurze Ausführungen machen. Das Format erlaubt natürlich nicht, weitergehende, tiefe juristische Ausführungen zu machen. Ich möchte aber kurz erklären, weswegen die Armenier und auch deutsche Staatsrechtler wie Professor Dr. Otto Luchterhand der Universität Hamburg das ganz anders beurteilen. Und ganz kurz, die Republik Aserbaidschan, die jetzt nun als unabhängiger Staat existiert, war zuvor wie Bergkarabach Teil der Sowjetunion. Sie ist aber unabhängig geworden, weil sie im Sinne des UdSSR-Austrittsgesetzes ausgetreten ist. Diesen Austritt hätte sie nach sowjetischem Verfassungsrecht in Absprache mit der autonomen Region Bergkarabach tun müssen. Das hat sie nicht getan, weil ihr damals bewusst war, dass die armenische Mehrheit in dem Land, nämlich über 80%, dagegen stimmen würden. Sie ist somit unabhängig geworden, ohne Bergkarabach mitzunehmen. Daher hat die unabhängige Republik Aserbaidschan niemals über Bergkarabach Kontrolle oder administrative Rechte gehabt und verfügt auch nicht darüber. Deswegen ist diese völkerrechtliche Bezeichnung oder diese Formulierung, die leider sehr gerne kopiert wird, nicht korrekt. Zu der Äquidistanz der Berichterstattung. Ich möchte, dass Sie sich diese Fakten nochmal durch den Kopf gehen lassen und Rückschlüsse ziehen, dass hier Angreifer und Angegriffene klar benannt werden sollen und zudem die aktive Rolle der Türkei klar benannt werden soll. Darüber hinaus möchte ich noch hinzufügen, dass ein Reporter der New York Times F-16-Kampfflugzeuge an dem Ganja International Airport, das ist die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans, gesehen hat und das auch mit der Weltpresse geteilt hat. Das kann man gerne auf Twitter nachlesen. Von daher befinden sich türkische Kampfflugzeuge gerade auf aserbaidschanischem Boden. Was ich abschließend noch sagen möchte, ist mein Appell als ein Deutsch-Armenier hier. Die Resolution, die gerade genannt wurde und die Resolution, die diese schöne Formulierung beinhaltet, dass sich die Bundesrepublik Deutschland zu ihrer besonderen historischen Verantwortung bekennt, die möchte ich weiterführen, weil dieses Bekenntnis zur historischen Verantwortung hat natürlich nicht nur eine Verantwortung der Vergangenheit gegenüber, sondern eine Verantwortung gegenüber der Gegenwart und der Zukunft der deutsch-armenischen Beziehungen. Und aus dieser historischen Verantwortung erwächst für die Bundesrepublik Deutschland auch eine Verantwortung, armenisches Leben zu schützen. Und deswegen ein Appell an die Bundesregierung und auch an den Außenminister Heiko Maas, sich einzusetzen, dass ein Waffenstillstand eingehalten wird und insbesondere dafür zu sorgen, dass die 70.000 Menschen, die gerade auf der Flucht sind, aufgrund des Angriffskriegs Aserbaidschans geschützt werden. Und diesen Menschen muss umgehend geholfen werden. Vielen Dank. Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Eine Frage, die uns digital erreicht hat, vom Kollegen Wladimir Esipov von der Deutschen Welle. Er fragt den Botschafter, welche Rolle hat die Botschaft Armeniens bei der Organisation einer kürzlich stattgefundenen Reise von 4 AfD-Politikern nach Bergkarabach gespielt? Und was denken Sie über den Versuch der AfD, den Konflikt um Bergkarabach für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren?
Soll ich schon antworten? Also, die Botschaft der Republik Armenien war in keinster Weise an der Organisation und Durchführung dieser Reise beteiligt. Ich würde es begrüßen, wenn auch andere im Bundestag vertretene Parteien eine solche Reise unternehmen würden. Ich verweise besonders auf die deutsch-südkaukasische Parlamentariergruppe, in der alle Parteien vertreten sind. Danke. Dann hat Herr Jung hier im Saal. Kann ich da etwas hinzufügen zu der Frage? Ich möchte dazu sagen, dass Armenien und auch Bergkarabach vollkommen frei zugänglich für alle Menschen sind und alle Deutsch-Armenier es begrüßen würden, wenn über die aktuelle Delegation hinaus weitere Politiker, insbesondere der etablierten Parteien, den Weg nach Bergkarabach suchen und sich ein eigenes Bild machen. Armenien und Bergkarabach lassen internationale Reporter und Politiker unbeaufsichtigt hinein, anders als in Aserbaidschan, wo internationale Presse gar nicht reingelassen wurde oder nur unter strengen Auflagen Bericht erstatten darf. Nochmal dieser, nur die türkische. Und nur natürlich die loyale türkische Presse von der Front aus berichten kann. BBC schafft es leider nur in die Großstädte. Es geht auch um die Berichterstattung als solche. Es verwundert mich als Deutsch-Armenier, der hier natürlich auch die Beiträge zahlt wie jeder Steuerzahler, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, die über ein ganz großes Korrespondentennetzwerk verfügen, bisher noch keinen nach Bergkarabach oder Armenien geschickt haben, die live davon berichten. Deswegen noch mal einen großen Dank, unter anderem auch an die Bild-Zeitung, die ihren stellvertretenden Chefredakteur nach Bergkarabach geschickt hat und noch mal die Einladung, von dort aus auch live zu berichten. Die nächste Frage hat Herr Jung. Ja, von Jung und Naiv, nicht von der Bild-Zeitung. Da die Unabhängigkeit von Bergkarabach jetzt schon mehrfach von Ihnen gesagt wurde, können Sie uns mal erklären, warum Armenien die Region oder diesen Staat nicht anerkennt? Wer möchte? Ist mir egal. Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Der Botschafter hatte ganz am Anfang schon von der Minsker Gruppe gesprochen. Die OSZE hat sich zur Aufgabe gemacht, das ist die Existenzberechtigung der OSZE-Minsker Gruppe, genau den Status im Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und mit Armenien und mit den Vertretern Bergkarabachs zu bestimmen. Dieser Verhandlungsprozess ist noch nicht beendet worden. Der wird gerade torpediert durch den Angriffskrieg Aserbaidschans. Aber genau dieser Verhandlungsprozess soll eine Lösung finden. Die Republik Armenien möchte diesem Schritt nicht entgegentreten und vorher Fakten schaffen. Das ist die Antwort auf die Frage. Die nächste Frage hat Herr Tufik Nia von uns aus gesehen, links. Mein Name ist Oliver Tufignia vom arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Herr Ambazumian, Sie haben die Rolle Deutschlands angesprochen. Was konkret fordern Sie von Deutschland? Sollte Deutschland hier eine führende Vermittlerrolle spielen in diesem Konflikt? Und was erwarten Sie von Deutschland, wenn momentan nicht mal beide Seiten es schaffen, den Waffenstillstand zu sichern? Der Waffenstillstand wird gerade nicht gesichert und meiner Meinung nach liegt das an der türkischen Unterstützung Aserbaidschans. Aserbaidschan würde grundsätzlich einen von Russland verhandelten Waffenstillstand einhalten. Das kann ich mir nur so erklären, dass Türkei Aserbaidschan dazu bringt, weiter zu schießen. Was Deutschlands Rolle betrifft, das haben meine Vorredner bereits sehr gut formuliert mit ihren Appellen. Insbesondere sollte konkret verurteilt werden, wer angegriffen hat. Es sollte konkret verurteilt werden, dass die Türkei weiterhin Öl ins Feuer gießt. Und insbesondere sollte ein Waffenstillstand eingehalten werden. Deutschland könnte sich dadurch engagieren, indem sie die Co-Vorsitzenden der besagten Minsker Gruppe, nämlich Frankreich und Russland, dabei unterstützt, diesen Waffenstillstand zu kontrollieren, zu monitoren und einzuhalten. Ich nehme mal noch eine Frage dazu, die uns online erreicht hat. Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung fragt, Sie, Herrn Botschafter, wünscht Armenien eine diplomatische Initiative der Bundesregierung? Und dazu noch die Frage, wäre das aus Ihrer Sicht im Sinne Russlands? Vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen die dank der gemeinsamen Initiative der Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete Resolution vom 29. September 2020 und den darin enthaltenen Appell, die Kämpfe sofort einzustellen, die Spannungen zu deeskalieren und unverzüglich zu sinnvollen Verhandlungen zurückzukehren. Ebenso begrüßen wir die Erklärung des Auswärtigen Amtes vom 17. Oktober 2020. Doch angesichts der eben skizzierten Entwicklungen finden wir, dass Deutschland weitergehende Schritte unternehmen sollte.
den bedrängten Menschen von Karabach unverzüglich humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, damit ihr Leid ein Stück weit abgemildert wird, anstelle von ausgewogenen Erklärungen die Verantwortlichkeit Aserbaidschans an der aktuellen Entwicklung deutlich herauszustellen und die negative Rolle der Türkei ansprechen, wie andere Länder das bereits getan haben. Wir erinnern hier Frankreich, die USA, Russland und Kanada. Herr Jung hat noch eine Frage. Ja, das Thema Besuch von deutschen Politikern im Bergkarabach Thema war, es sind ja nicht nur AfDler, die da besuchen, es gibt ja auch namhafte deutsche Europapolitiker wie Martin Sonneborn. Wie bewerten Sie diese Besuche? Also, wie bereits Herr Ambassador erwähnt hat, sowohl Armenien als auch Bergkarabach sind beide freie Länder und Staaten. Das heißt, alle sind herzlich willkommen. Wir haben überhaupt kein Problem, ob die Bundestagsabgeordneten oder Europaparlamentsabgeordneten oder von den anderen Ländern. Und es gibt genügend Reisende, im Übrigen auch von der CDU. Bundestagsabgeordnete sind bereits nach Bergkarabach gereist, auch von der linken Partei sind Abgeordnete. Und Sie wissen auch, dass Aserbaidschan übrigens führt dazu eine hervorragende schwarze Liste. Die Politiker, die Abgeordnete, die je nach Bergkarabach reisen, landen sofort in diese schwarze Liste, darunter auch namhafte internationale Sängerinnen, Sänger und andere Persönlichkeiten. Ziel ist von der aserbaidschanischen Seite nur eins, um Maximum dieses Gebiet so darzustellen, wie aus der Sichtposition, aus der Position Aserbaidschans dargestellt werden soll. Sowohl vor der kriegerischen Auseinandersetzung und auch jetzt, wie auch Herr Ambarzmian bereits erwähnt hat, wenn Journalisten oder Politiker nach Karabach reisen möchten und berichten, das ist deren guten Recht. Haben Sie denn im Bundestag jede Menge Alliierte? Es gibt ja von aserbaidschanischen Seite, da ist ja bekannt, auch nachweislich, dass Karin Strenz und andere aus der Union also korrupt gehandelt haben und sich von aserbaidschanischen Seite bezahlt lassen haben. Wie sind da die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, wenn Sie das jetzt so sagen? Wir arbeiten grundsätzlich nicht auf diese Art und Weise, Alliierten zu finden, wenn es um Korruption geht. Aber haben Sie im Bundestag Alliierte? Es gibt natürlich eine parlamentarische Freundschaftsgruppe im Bundestag, die eigentlich zuständig ist für die parlamentarischen Beziehungen. Es gibt Berichterstatter bei allen Fraktionen. Es gibt auch Berichterstatter für die östliche Partnerschaft. Und natürlich, wir arbeiten intensiv mit diesen Abgeordneten. Wenn ich noch mal zu dieser Persona non grata Liste was hinzufügen kann, damit die Menschen sich bei Bergkarabach etwas vorstellen können. Bergkarabach ist wunderschön, dort leben 150.000 Menschen, wenn gerade nicht dieser Kriegszustand ist. Und es gibt da sehr viele schöne Einrichtungen. Unter anderem gibt es dort eine Einrichtung, die gerade auch in Berlin geöffnet wurde, nämlich ein Bildungszentrum, das sich TUMO nennt. Das Bildungszentrum wird jetzt hier in Charlottenburg aufgemacht. Es ist ein Zentrum, das von der Kanzlerin und von der Digitalministerin Dorothee Bär unterstützt wurde, ein Projekt, das von der KfW gerade für 5 Jahre finanziert wurde, ein armenisches Bildungszentrum. Und das gibt es auch in Bergkarabach. Es hat jetzt seine Türen geschlossen wegen des Krieges. Und auf dieser Liste befinden sich leider neben diesen Politikern, die genannt wurden, auch, wie der Herr Botschafter gesagt hat, Montserrat Caballé, die nun verstorbene Operdiva, dann noch die Baronin Caroline Cox, die sich sehr für die Armenier eingesetzt hat. Also es handelt sich nicht um irgendeinen dunklen Ort, wo teilweise sich Leute verirren, sondern es handelt sich um eine Republik und um Menschen, die dort leben und gerne in Frieden leben würden. Noch eine Frage, Herr Jung. Bergkarabach gilt als demokratische Vorzeigeregion in dem Teil der Welt. Armenien nicht. Was kann Armenien von Bergkarabach in Sachen Demokratie lernen? Also ich finde grundsätzlich im Leben als ein Armenier, der aus Armenien stammt, lernen tut, schadet nicht. Man muss immer lernen, insbesondere wenn es um Demokratie geht. Insofern als Armenier, was ich von der Bergkarabach lernen würde, ich würde nur Folgendes betonen, dass die internationale Gemeinschaft und ihre führenden Vertreter verweisen oft und gern auf einen Wertekanon, den dem Zusammenleben zwischen den Völkern zugrunde gelegt wird immer. Das ist Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Insofern, dieser Wertekanon gilt auch für die Bevölkerung Bergkarabach und dafür die stehen und dafür die kämpfen auch. Und diese Bevölkerung, jeder Bürger von Bergkarabach hat das Recht, sein Leben in Freiheit zu leben, hat das Recht, auf Grundlage der Demokratie sein Leben zu gestalten und hat das Recht, dass die Menschenrechte auch für sein Leben gelten und dass die dafür wirklich so tatkräftig
und so tapfer kämpfen. Ich glaube, ich als Armenier würde ich gern das lernen von denen. Darf ich da noch was anschließen? Ja, gerne. Ja, zu Ihrer Behauptung, dass, Herr Jung, das finde ich ganz amüsant, dass Sie sagen, Armenien wird nicht als Demokratie angesehen. Der Economist hat 2018 Armenien als the country of the year und als Demokratie bezeichnet. Armenien, um jetzt ein paar Zahlen zu nennen, die ganz einfach sich, die man sich merken kann. Armenien befindet sich auf Platz 61 in dem Report der Reporter ohne Grenzen. Da geht es um Pressefreiheit. Amerika befindet sich auf 45, also wir sind unweit der Vereinigten Staaten. Und andererseits befinden sich die Türkei auf 154, Aserbaidschan auf 168. 180, der letzte Staat in dieser Liste, ist Nordkorea. Also 12 Plätze vor Nordkorea befindet sich Aserbaidschan. Deswegen, Sie haben vollkommen recht, von Bergkarabach kann die Republik Armenien viel lernen. Aber ich würde dann die demokratischen Bestrebungen in Armenien, die weitaus besser sind als in fast allen postsowjetischen Staaten, nicht so schlecht reden. Nachfrage? Wo habe ich gesagt, dass Armenien keine Demokratie ist? Das hat sich so in Ihrer Frage angehört. Wie haben Sie es denn formuliert? Pardon. Ich habe gesagt, Bergkarabach gilt als die demokratischste Region. Genau, aber was kann Armenien ja nicht? Armenien ja nicht, hatten Sie ja gesagt. Ja, Armenien gilt als weniger demokratisch als zum Beispiel so. Bergkarabach. Das heißt nicht, dass sie keine Demokratie sind. Dann hoffe ich, dass Bergkarabach bald auch in dieser Liste der Reporter ohne Grenzen als Staat aufgeführt werden wird. Dann können wir sehen, welches Land dann mehr Pressefreiheit anbietet. An der ersten Stelle. Dann ist dieses Missverständnis auch noch ausgeräumt. Ich habe keine Fragen mehr hier im Saal gesehen, auch keine mehr von den Kollegen online. Daher danke ich Ihnen fürs Kommen und beende diese Pressekonferenz.